Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 auf der nordfriesischen Marsch. Vierfach-Map in der Version 1.5 ohne Gräben. Ja, Ostersonntag gut überstanden, heute Ostermontag, heute gibt es auch wieder zwei Folgen, ist Feiertag. Und ja, ich bin dabei, hier Feld 20 Platz zu machen sozusagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Sprich, ich habe mir diese Bodenveränderungswalze gekauft. Und ich mache mir jetzt hier einen Betonboden hin, damit ich hier nachher eine Halle hinstellen kann. Und für meine Mähdrescher, weil einfach mit den Schneidwerkswagen lässt es sich ganz blöd arrangieren. Ich will die aber auch nicht immer draußen irgendwo stehen haben. Und deshalb mache ich jetzt einfach mal hier das Feld platt. Ja. Und danach beginnen wir dann endlich mal mit der Maisernte. Da müssen wir noch ein paar Fahrzeuge kaufen für. Ich habe nicht einen einzigen Häcksler. Und ja. Gibt also einiges zu tun. Ja, fahr, Mann. Fahr mit Gott, aber fahr. Wie man so schön sagt. So. Ja, das kann hier noch eben momentan. Ich weiß gar nicht, wie groß die Halle ist. Ich werde hier vorne wahrscheinlich dann auch erstmal, je nachdem wie groß die Halle ist, erstmal ein Stück offen lassen. Mal gucken. So. Guck mal vor, wie so ein echter Landwirt, der mal eben so ein bisschen investiert. Ihr seht, ich fahre seit langem mal wieder mit dem GPS-Plugin, weil für solche Sachen ist das echt praktisch. GPS-Mod, nicht Plugin. Ist ja auch eigentlich nicht nett, ne? So viel Oberflächenversiegelung, keine Gullis drin. Was ist eigentlich mit meinem Dingens da geworden? Aus meinem Strohabfahrer. Der sich verabschiedet. Passiert hier gar nichts mehr. Da muss ich mir doch gleich erstmal genauer angucken. Mal gucken, vielleicht baue ich hier, mache hier vorne dann noch Wiese von oder so. Ich weiß es noch nicht. So, ein, zwei, drei Bahnen müssen es auf jeden Fall noch werden, denke ich mal. Und dann gucken wir gleich mal wegen der Halle.
So. Schön hier gerade machen das Ganze. Ja, dass es auch gut aussieht. Ja, das kann man doch machen. So, und das Ganze machen wir jetzt da drüben auch nochmal. Jetzt wollen wir mal gucken, ob denn die Halle schon passt. Na bitte. Schöne, große, betonierte Fläche. So, und jetzt platzierbare Objekte. Und irgendwo gibt es hier eine große Halle. Thank you.
Weil so weit nebeneinander macht ja eigentlich auch keinen Sinn, ne? So weit hintereinander fahre ich ja nie durch. Macht es vielleicht mehr Sinn, hier nochmal eigentlich einen nebenzustellen. Später. Später. Jetzt nicht. Jetzt nicht. Jetzt soll es mal das gewesen sein. Aus. Ich mach Licht an. Fahr mal meine Walze hier irgendwie weg. Ich kann dann nämlich hier gleich schon mal die Drescher reinstellen. In die neue Halle. Da hinten fährt auch mein Strohabfahrer. Sehr schön. Also, jetzt räumen wir nochmal eben auf in dieser Folge. In der nächsten Folge kaufen wir ein. Und fangen dann vielleicht auch schon mit der Rapsernte. Mit der Rapsernte, genau. Was hat er denn eigentlich? Ist er voll? Ist er fertig? Achso, okay. Ja gut, er ist fertig. Wir haben uns ja ein bisschen Platz gemacht im Silo, aber natürlich noch nicht viel. So. Aus. So. Oh, oh, oh. So. Das ist hier direkt. Platz. So dreckig. Ich habe den noch erst gewaschen. Oh, reicht auch so gerade. Den habe ich noch gar nicht sauber gemacht. Naja, gut. Dann nicht. Aber den nächsten machen wir noch sauber. Damit das klar ist.
bin blind, ich sehe nichts mehr. Hi. Okay. Muss ich da noch näher ranfahren? Oder was ist hier los? In Anna hat es auch funktioniert. Ja, muss ich näher ranfahren. So. So, meine lieben Leute, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Like, hinterlasst mir einen Kommentar, ein Abo, würde mich freuen. Geht auf meine Website, guckt bei Facebook, friesenjung13.de, wie auch immer, würde mich alles tierisch freuen. Und noch mehr freut es mich natürlich, wenn ihr heute Nachmittag auf dem Ostermontag auch wieder einschaltet. In diesem Sinne sage ich dann mal ciao.